Herzlich willkommen zur letzten Folge von der Hauptstory, Kapitel 6.3. So, versuchen wir das mal durchzukicken. Ich glaube, das wäre jetzt sogar das schwerste Level, weil viele enge Gänge und so. Oder auch die stärksten Gegner wahrscheinlich dann am Ende. Mal gucken, wie wir durchkommen. Rein da. Und nach dem Video würde ich wahrscheinlich sagen, dann kommt, DLCs. God damn it, Wesker. He's actually serious about destroying the entire planet. Okay, Emergency Signal. Wait. An assault bomber. When Jill said Blackbird gefühlt. He's planning to use this to spread it. Wesker, there he is. Mhm. Come on, let's go. Jill. Are you all right? I'm fine. Don't worry about me. Just listen carefully. There's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength. It comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with a serum. So if we cut the supply of serum, he loses his strength. Affirmative. But he just took a dose, so it's going to be a while before he needs another one. Listen, Excella said that the amount administered has to be precise. So if he injects too much, it should act like a poison. I think she used a serum labeled PG-678W. PG-678W? I'm gonna try to find a way to escape. You need to find that serum. Excella always kept it with her, and in an attaché case. Jill! Come in! Jill! Shit. Alles klar. Chris. This is it. Gib ihm, Junge. Let's give it a shot. Heh. Give it a shot. Good. Obama equipped with missiles. He can't fly around in that without getting shot down. Oh god. Exactly. The plane can't get shot down. If it does, it'll initiate a biohazard. Yep. Looks that way. Things are worse than come on, lass mich hier anklicken. So, Dokument. Alles klar, gut. Jetzt können wir weiter. Puh, okay. Jetzt. Tempo, Tempo. Nicht sterben. Gut. Nein, Kill geklaut. Schöner Schuss. Junge, du hast beide schon gekillt. Da hinten. Piss dich. Du bist ein Arsch, ey. Diese... The fuck, zweimal? Diese scheiß KI, ey. Verdammt nochmal, ey. Wenn du mir jetzt jeden Kill klaust, Junge. Ne, hinter uns ist nichts, wollte gerade sagen. So, jetzt muss man auch wieder vorsichtig sein. Oh shit. Ist euch? Gefährlich. Come on. Oh, damn you.
Scheißgranaten. Scheiß Arschgeigen, ey. Ich höre gefühlt die ganze Zeit was. Schnell Schuss. Meine Güte. Drecksding. Oh, ich hab mich erschrocken. Und du, Dolly, steh nicht in meinem scheiß Sichtfeld, wenn ich hier schieße oder Gegner in der Nähe mit Raketenwerfer auf uns schießen. Alter, das werden wir nicht überleben, wenn das so weitergeht. Noch diese scheiß Eier auch noch, ey. Der Bastard. Wo kommst du denn her? Okay. Keine Gegner mehr, ne? Schöner Schuss. Wo kommen die her? Ich kann von hier aus nicht schießen. Kannst du dich einmal verpissen, du scheiß KI? Junge, ey. Bitte, Positionierung könnte so viel besser sein, ey. Hau nicht mit. Voll angespannt die ganze Zeit am Ende und die KI will, sagt noch so, warte mal, ich träume mal ein bisschen, ne? Darf ja nicht zu leicht sein. War das alle? Fuck yeah. Ah, oh, meine Güte. Bitte steht er nicht so. Danke. Braucht 10 Jahre das Tor. Muss ja ganz aufbauen, ne? Man kann auch unten lang gehen. Da ist noch ein Weg mit Wasser und alles. Aber ne, wir bleiben oben. Geht am schnellsten. Schneller geht's leider nicht. Und wir haben die komischen Viecher überlebt, das ist schon mal gut. Boah, das geht sogar schneller. Come on. Jawohl, red and blue oder was? Weg. Müssen rennen. Du Scheiße, sind das viele. Laufen wir. Zack, Junge. Gut, den beschissenen Teil haben wir, glaube ich, überlebt. War das der beschissene? So. Don't let your guard down for a second. Wo sind wir jetzt? Ah. Ja, jetzt kommen sogar viele Quicktime-Events, aber wir haben ja auf Auto gestellt. Ich bin zufrieden. Naja, das ist kein Fail, wir sind an dir dran. You've really become quite an inconvenience for me. Slow-Mo Matrix. Gib ihn, Junge.
Boah. Gut gemacht, aber leider hat er Super Strength. Ah, für den Menschen ist Chris legendary, Junge. Aber der Code ist cool, muss ich sagen, ne? What do you accomplish by unleashing Ouroboros? Every day, humans come one step closer to self-destruction. I'm not destroying the world. I'm saving it. Echt? Danke. Oh Mann, ey. Fucking hell, so ein Fall, Junge, erstmal was gebrochen. Genau. Aber ich habe hier einen Trick gefunden, Leute. Es gibt hier einen Trick, wie man ihn schneller besiegen kann. Ich hoffe, der klappt wieder, aber das war nur Glück letztes Mal. Und weglaufen. Hey, lauf. If we take advantage of the duck, we might actually hit him. There's no point in hiding. Laufen. Quatsch, das lauf weiter, Junge, lauf weiter. Der Typ ist heftiger auf Profi. Fucking hell, auf zu schießen, Boy. Ich muss hier was machen. Achso, du schießt. Laufen wir. So. Hat nicht geklappt, die KI. Ja, wollte gerade sagen, bringt nichts. Zurück. Lauf, 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 lauf. There you are. Okay. You can't hide forever. Do it now. Give him the shot. Jawohl. Puh! Letztes Mal hat die Blank Granate auf einmal theoretisch broken gewesen. Ich habe die nur einmal geschmissen, der war sofort down. Also verschiedene Schwierigkeitsgrade haben auch ein bisschen broken ist und manches ist auch wieder weg. Okay. Did it work? I think so. Boah, jetzt hat er Kopfschmerzen, wa? Holy shit, jetzt muss man Gas geben. Boah, Junge, Chris mit dem Olympiasprint. Mit einer Hand, ey. Ich sag doch, der Bizeps, ey.
So. Jetzt sind wir an Bord. Und hier ist gefühlt das Ganze nur Quicktime Event. Alter, ist das schlimm. Aber wir haben auf Auto. Gott sei Dank. Save it, Wesker. There's no one left to help you now. I don't need anyone else. Ganz ruhig, das nur ringt. Ouroboros. In less than 5 minutes, we'll reach the optimal altitude for missile deployment. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Muss ich was drücken? Nee, Gott sei Dank, das war schon mal eine Taste. Boah. Your feeble attempts only delay the inevitable. Das ist voll ein cooler Shot. Alter, Sidestep. Boah. Schöner Schuss. Boah. Ah, der kann nicht mal hier alles ausweichen. Defense Debuff. Boah, die zweite Dosis. Oh, kein super Sprint, sondern normaler. Also schneller als normal. Oh ja, jetzt kommt da aber ordentlich Druck auf. Und hier kommt gleich das letzte Quicktime-Event eigentlich. Für die, die es nicht wissen. Genau hier. Und ab hier ist es vorbei, das Quicktime-Event sozusagen. Nice. Boah, Vulkan. Gut, dass random hier ein Vulkan ist, für genau sowas. Schön hier alles verbrennen und schmelzen. Alles klar. Gut, jetzt kommt der Abschluss. Ich weiß nicht mehr genau, wie das mit der KI hier, ob das gut funktionieren wird. Weil es gibt hier zwei Stellen, da muss man immer jeder einzeln was machen. So, das ist wichtig. Weil es ist der Weg dafür, dass man dann da noch das letzte Artefakt findet, den Schatz da. Und da werden wir mal gleich sehen, ob es klappt oder nicht. Na gut. Ach du Scheiße. Boah, da hinten. I should have killed you years ago. Chris. Your mistake. It's over, Wesker. Over. I'm just getting started. Oh, jetzt wurde sich noch die zweite Variante. Wie das seine Regeneration angreift.
Du Scheiße, ey. Das Problem ist, er hat auch so einen One-Shot-Attack. Fliehen wir. Why can't you understand, Chris? Do you really believe the world? Ja, sie muss eigentlich zuerst durch und dann nicht. Aber jetzt ist das halt so. Ich guck mal, ob ich den Trick schaffe, wie ich das bei jemandem gesehen damals. Ey, wenn es klappt, haben wir super, super Short Fight. Nein! Neustart. Mein Fehler, Guys. Mein Fehler. Ey, das hat so lange gebraucht. Den Schatz lassen wir nicht zurück. Go, go. Weil ich habe nur F gelesen. Hier müssen wir lang. Oh, das ist nicht gut. Klappt nicht so wie im Video. Scheiße. Das ist nicht gut. Muss ich mich jetzt beeilen. Hier muss man nämlich den noch machen. Hier muss man auch immer viel spammen. Das Gute ist, durch die doppelte FPS kann man so überspringen. Sonst bräuchte man 10 Jahre eigentlich dafür. Ja, ist die Animation, ich kann nicht shooten. The fuck? The fuck? Was wirft er da, Junge? Ich muss hier weg. Eigentlich. Hör auf zu werfen! Zack. Aha, so wie du aussiehst, auf jeden Fall nicht. You get all your ideas from comic book villains? Klappt irgendwie nicht so. Diese Attacke kann ich one-shotten, das hasse ich. Ja, komm, ich komm mit da hoch, da kommt die Animation schneller. Genau, Kontrollpunkt. Anscheinend konnte man damals vielleicht abusen, weil da, wo ich versucht habe, mit der Raketenwerfer vom Boden zu schießen, war das so, dass man ihn one-shotten konnte dort. Geduld. Yeah, now is my time to shine, Junge. Hallo. Easy. Nice. Ah, shit, ich stütze jetzt alles ein. Herr der Ringe Ende, Gollum. Wer ist das denn? Junge MVP Josh. Oh, Jill auch noch. Ah,
Ah, jetzt sind nämlich, genau. Jetzt kommt noch ein Quicktime mit, aber es ist so easy, muss man F drücken. Ich sag genau wann. So, schnell weg, Junge, spring. Holy shit, ey. Ich dachte, er wäre abgerutscht, ey. Alter Schwede. Easy. Happy End, oder was? Ah, nee. Da ist noch was. Kack-Tentakel. Alter. Genau das ist das letzte Quicktime-Event. Mit F drücken. Genau jetzt. Und F. Normalerweise. Selbst in der Cutscene sagen sie, der Kenner fast bastet. Easy, Junge. That was for our fallen brothers. So, Wesker ist endlich Geschichte. Hoffentlich. Mit der Nummer 88. Oder wie gesagt, der Hubschrauber mit der Nummer 88. It's over. Yes. Das ist auch noch das DLC mit Jill und Josh. Und natürlich mit Chris und Jill, was damals wirklich passiert ist, auf dem Spencer Villa da. More and more I find myself wondering if it's all worth fighting for. For a future without fear. Yeah, it's worth it. Easy, geilo. Jetzt müssen wir noch gucken, ob die Präzision noch stimmt, ich hoffe. Nicht, dass ich es verkackt hatte, wegen zu vielen Schüssen auf dem Boden oder so. Jetzt kommt ein geiler Soundtrack, wie der von Anfang an. Genau der. Erinnert mich voll an Far Cry 2, wegen auch in Afrika und so. Gut. Dann haben wir Resident Evil 5, die Story, Main Story durch. Und jetzt fehlen nur noch die DLCs. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter, um zu gucken, ob die Statistik stimmt. Kriegsheld freigeschaltet. Jawohl, perfekt. Oh, bin ich zufrieden. Geilo. Gut, Leute. Dann haben wir es geschafft. Die Challenge ist erreicht. Alles S, alles auf Profi geschafft. Main Story ist durch. Auch alles freigeschaltet. Ich glaube, wir sind sogar unter 5 Stunden durch, glaube ich. Ja, müsste so sein. Ich kann hier mal nachgucken, warte mal. Hier gehen wir mal ins Hauptmenü. Gucken wir mal, ob wir unter 5 Stunden geschafft haben, weil da kriegt man ja theoretisch den Raketenwerfer, wenn man ihn noch nicht hätte. Unendlich Muni frei. Neues Stück Plus ist wieder da, genau. Warte mal, Kapitel. Auf Veteran haben wir insgesamt 3 Stunden 53 gebraucht. Ah, fast so gut wie damals, wo ich auf Veteran probiert habe. Aber damals habe ich das Spiel auch gesuchtet, plus ich hatte einen menschlichen Mitspieler, glaube ich. Zwar ein Random, was auch schwerer sein kann, aber ich habe es damals geschafft. Aber ich glaube, würde ich mehr durchrushen, auch mit einem Mate. Ich glaube, da könnte man locker 3:30 rausholen. Wenn nicht sogar 3 Stunden, gibt es ja welche. Wir können perfekt alles überspringen, auch Cutscenes und so. Aber das ist ja nicht in der Sache. Trotzdem, gute Zeit geschafft, bin zufrieden und sogar unter 4 Stunden. Ja, nice. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich beim nächsten Video, wenn es um Resident Evil 5 handelt, bei den DLCs. Das sind nämlich die Zusatzinhalte in Albträumen verloren. Ist eines der DLCs und eine verzweifelte Flucht. Genau. Welches davon zuerst kommt, weiß ich nicht. Das werde ich dann einfach random machen oder nacheinander, so wie es jetzt hier ist. Aber dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Like da, ein Abo, schreibt in die Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video von Resident Evil 5. Bis zum nächsten Mal.